Hanoi. Die Hauptstadt Vietnams überzeugt nicht nur mit seinem kulturellen Reichtum und seiner, ich würde mal sagen, schönen französischen Architektur, sondern auch mit seinem guten Essen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wir werden euch mitnehmen durch die vietnamesische Küche, euch die besten Highlights Hanoi zeigen. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Ihr lasst uns schmecken, ihr schaut uns dabei zu und dann let's go. Als erstes versuchen wir uns an einer richtigen Spezialität für Hanoi. Und zwar versuchen wir den traditionellen Egg Coffee, also Eierkaffee. Bin ich mal sehr gespannt, wie das schmecken wird. Und dafür fahren wir jetzt zu einem Laden, der seit 1940 hier in Hanoi Egg Coffee produziert und verkauft. Eingang hier durch so einen dunklen Alleyway schon mal. Das ist speziell, aber ist in Vietnam oft so. Auf jeden Fall gut besetzt der Laden. Also es ist jetzt fast schon schwierig, einen Platz zu finden. So, haben wir einmal einen normalen Egg-Coffee, der ist in warmem Wasser, keine Ahnung warum. Und dann haben wir hier Egg-Coffee mit, glaube ich, Coco-Powder drauf. Kakaopulver drauf. Ich bin sehr gespannt, also wirklich, das ist ganz Spezielles. Interessant. Interessante Konsistenz, hat gar nichts mit dem Kaffee irgendwie zu tun. Ich glaube, muss uns rumrühren. Weil das ist so, der Schaum hat so eine ganz feste Konsistenz irgendwie, oder? Aber schlecht schmeckt es jetzt nicht, aber ich erkenne jetzt den krassen Unterschied nicht, außer der Konsistenz. Ja. Zusammen haben wir jetzt für zwei Egg Coffee ungefähr, wie viel war es? 70.000 bezahlt, das heißt weniger als 3 Euro, lohnt sich zu 100% und ist auch auf jeden Fall ein Muss hier in Hanoi. Was wäre eine vietnamesische Foodtour ohne das klassische vietnamesische Baguette? Jetzt wird Zeit für Banh Mi, da haben wir uns auch einen Laden rausgesucht, der anscheinend sehr bekannt dafür sein soll. Banh Mi 25 und da geht's jetzt hin. Wir haben das Ganze jetzt hier in so einer Kiste bekommen, Banh Mi 25. Für zwei Banh Mis war das jetzt 80.000, was ungefähr 1,70 Euro pro Banh Mi ist. Und das ist schon für Banh Mis ein bisschen teurer als normal, ne? Man wartet länger. Es ist teurer, also muss es jetzt gut sein, weil sonst weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hat. Freunde. Ist auf jeden Fall nicht das größte Banh Mi, muss man wirklich sagen. Also es geht wirklich fit. Geben wir es einen Try. Das kommt böse. Der Honig, das Chicken, der Käse. Ist es Käse? Ich glaube, es ist Käse. Ob es jetzt diesen Aufschlag von, sag ich mal, 10.000, 15.000 Dong wert ist, weiß ich nicht. Also man kann es halt günstiger woanders bekommen und man bekommt es da sofort. Deswegen, das ist up to you. Ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber jetzt eine New York City Pizza, beide Slice hier in Hanoi. Wir testen es. Wir haben jetzt hier eine New York Style Pizza Slice mit Spicy Pepperoni. 2,70 Euro, das ist wirklich ein bisschen teuer so, weil man kennt die $1 Slices halt, aber die $1 Zeiten sind vorbei, Freunde, sogar hier in Vietnam. Let's go. Knusprig, scharf, wurde zu einem Ofen aufgewärmt so, erfüllt aber seinen Job. Ich bleibe aber dabei, 2,70 Euro, ein bisschen zu teuer. Wer sich noch an meine Foodtour aus Osaka, Japan erinnert, der erinnert sich auch an Takoyaki. Und wir haben jetzt hier diesen Streetfood-Stand mitten im Old Town gefunden, der Takoyaki verkauft. Und er probiert das jetzt, weil ich habe das ja damals nicht so gemocht, aber er versucht das jetzt. Und ich bin mal sehr gespannt, was er dazu sagt. Er hat jetzt 6 Stück hiervon genommen für 2 Euro. Zur Referenz, ich hatte damals 6 Stück für 4 Euro in Japan. Also schon ein bisschen günstiger nochmal. Very good, thank you. Unfassbar heiß. Aber sehr solider Geschmack. Kommt an die in Japan definitiv ran. Also sind schon gut, ja, aber trotzdem gefallen die mir jetzt nicht so krass, weil da ein bisschen Mais drin ist und auch sehr heiß. Deswegen nochmal holen würde ich die mir vielleicht nicht mehr.
Freunde, es ist Freitagabend. Wir haben noch nicht gegessen. Es geht jetzt weiter mit der Foodtour. Wir gehen jetzt vietnamesisch klassisch essen, würde ich sagen. Ich habe irgendwie Christoph verloren, aber wir treffen uns jetzt beim Restaurant. Hoffentlich klappt das easy. Ich glaube, ich gehe dieses Mal für eine der traditionellsten Sachen, die man essen kann, und zwar Bun Cha. Weil heute keine Lust auf Phö. Wir haben hier Bun Cha bestellt, Freunde. Sie erklärt es jetzt noch, wie man das isst. Aber das dampft hier schon gut. Wow. Okay. We have some rice paper. Lettuce. Okay. Rice noodle. Bean sprouts, pink onion. One side of pork. That fold it up. Roll it. Yeah. Dip in the soup and now enjoy! Yes, thank you. Guten Schaum, meine Freunde. Mit das Beste, was ich hier gegessen habe und das beste Restaurant, wo wir je waren. Irgendwie, das ist, wir kriegen hier nur Essen nach, um diese Bun Chas halt zu befüllen, also diese Reispapiere. Krass. Das sieht ja so baba aus. Gönn dir. Ich glaube, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, Freunde. Für dieses ganze Essen auf unserem Tisch haben wir 433.000 Dong gezahlt. Das sind 18 Euro, also 9 Euro each. Was sagst du dazu? Günstig? Schon, ja. Für die Show, das was hier uns aufgetischt wurde, absolut Preis ist unschlagbar, keine Ahnung. Also das Restaurant, ich empfehle es euch nur, das hat auf Google eine 5-Sterne-Bewertung von 1.900 Bewertungen. Wenn das nicht für sich spricht, dann weiß ich auch nicht, Freunde. Also, das kriegt wohl mir eine 10 aus 10, eine 5 aus 5, whatever ihr hören wollt. Für 9 Euro each haben wir hier so viel Essen bekommen, tot. Wir sind wieder back auf der Street wie eine Fahrbahnmarkierung. Und deswegen geht es jetzt weiter mit der Foodtour noch ein bisschen. Wir gehen jetzt frühstücken und dann geht es für uns nach Halong. Und dann war es mit der Foodtour. Let's go! Und ein wunderschönes Pain au Chocolat für ganze 3,13 Euro für beide. Wir gönnen uns jetzt sehr, sehr stark. Zuerst ist dieses warme Pain au Chocolat. Ey, das kann nur gut sein, ne? Ey, das ist krass. Das ist krass. Ein guter Cappuccino, ihr kennt es, Freunde. Ich bin aber der Cappuccino King, deswegen. Kaffee können die in Vietnam. Ich sag's euch, Kaffee können die. Die hier fehlt drauf. Die wird jetzt raufgescheppert. Dann wird genossen. Und ich sag für die, die jetzt noch nicht abonniert haben, es wird jetzt langsam Zeit. Und wir genießen jetzt die Mahlzeit. So, Frühstück. Fast fertig. Christoph, war es ein Power-Frühstück oder nicht? Ja, Power und ein bisschen Komfort auch. Also, was man sich so am Morgen erwartet. Lass einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da. Sehen wir uns beim nächsten Video aus Halong Bay, ne? Das wird richtig geil. Eine 5-Sterne-Cruise. Ich hoffe, ihr seid hyped. Und peace out.